Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann wartet mit dem Let's Play hier und geht auf Twitch, weil ich streame gerade. Ich streame ab 3 Uhr und jetzt, wenn das Video hochkommt, ist es 4 Uhr. Also sind wir mitten am Spielen höchstwahrscheinlich. Spielen wir Rome Total War 2 mit einer neuen Kampagne. Wenn ihr wollt, besucht mich da. Wenn nicht, dann überhaupt kein Problem. Viel Spaß beim Let's Play. So. Jetzt haben wir das Spiel. Ist eigentlich eindeutig, ne? Ja, wobei der sieht das gar nicht so eindeutig. Dann spielen wir mal. Ich nehme das gerade am Dienstag auf. Gerade habe ich Sparta für Dienstag, also für heute, aufgenommen. Beziehungsweise für nicht heute, sondern für Dienstag eben. Wir haben gerade ein bisschen über den Stream geschnackelt. Also, nee, nicht warten, sondern einfach mal. Weil wir, also gestern am Montag war der erste Stream. Und ein paar von euch sind ja auch rüber geschneit, was mich mega gefreut hat. Ups. Und warte. Ja doch. Genau, und da haben wir ein bisschen ein künstlerisches Spiel gemacht. Und genau. Und so ein Acted-Out-Spiel, also das Spiel heißt Acted-Out und das macht schon sehr viel Spaß. So, und heute, wie gesagt, machen wir ein strategisches Stream, Entschuldigung. Und ja, ich bin gespannt, wie das läuft. Und freue mich mega drauf. Ja, wirklich mega, mega, mega. Bin mal gespannt, wie das momentan läuft. Genau. So viel dazu. Und jetzt, ja, quatschen wir nicht lange, sondern machen die Massilia, oder? Massilia? Heißen die, glaube ich. Weiß ich nicht. Machen die auf jeden Fall mal platt. Ich versuche auf jeden Fall, bevor die Hauptverstärkung kommt, schon mal ein bisschen Druck zu machen. Und vor allen Dingen viele zu snacken. Also mit denen kann ich das ja sehr gut machen. Mit denen kann ich das gerade sehr gut machen. Die stellen sich mal hier auf. Die können ja von da schon schießen. So. Ah, hier habe ich ja wieder eine gute Kavallerieeinheit. In Sparta habe ich ja nur so blöde Bürgerkavallerie. Aber ja. Sparta hat andere Stärken. Langsam mal wirklich raus. Ach, die machen das sogar auch. Super. Söhne des Ares. Yay! Yay! So, du darfst mal hier ein paar Steinschleuderer holen.
gehe mal ein bisschen. Ich muss hier rein. Ich muss irgendwie da rein. Das versuche ich jetzt mal. Wobei hier sind jetzt Sternschmeißer. Speertypen. Hopliten heißen die. Denen geht es gerade besser als denen. Voll komisch. Sicher machen meine Bogenschützen alles. Aber das war ja auch der Plan. Das ist schon mal sehr gut. Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Söhne des Ares. Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer. So. Das sieht doch sehr schön aus. Wo ist ein General? Da ist er. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Axtkrieger. Okay, die gehen jetzt woanders hin. Thessalische Kavallerie! Ein zum Einsatz! Dennis marschiert! Auf Blüten! Thessalische Kavallerie! Genau, der darf da ein bisschen farmen, der General. Und hier ist jetzt alles vorbei. Beenden. Gut. Na, die Bogenschützen waren aktiv. Verluste 350, ja, in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. So. Sehr schön. Ja, ein bisschen habe ich gelitten. Ja, zivile Stadt. So, königliche Kaserne brauchen wir hier auch. Wir hungern nach einer Schlacht. Lustiger Genua habe ich gerade in Sparta auch erobert. Also die letzte Runde. So, hier. Forschung brauchen wir eigentlich nicht mehr. Forschung. Haben wir eigentlich. Also hier brauchen wir noch zwei.
Und hier auch noch zwei, also an sich. Genau, 333 vor Christus. Mal schauen, ob wir, also hier ist natürlich alles voller Abtrünniger. Und genau hier, das da müssen wir noch erobern und das da. Genau. Ja. So. Dann schauen wir mal. Genau, der hat das ja übernommen, der Schlawiner. Hier. Genau, mache ich gerade das da. Hier mache ich gerade das da, genau. Hier könnte ich eigentlich. Ah, hier sind die. Hier stehen ja zwei. Okay. Einmal das da bitte. Ja, Jerusalem. So, die werden mal. So, das ist halt keine Armee, die ja Belagerung, also eine gute Belagerung hat. Ist das Problem. 57 ist er schon. Na komm. Du hast zwar keine bis kaum leichte Kavallerie, aber das ist in Ordnung. So, was macht denn da oben, mein Dude? Die 10.000. Germanische Konföderation. Wie finden die mich denn? Das war das Falsche. Germanische Konföderation, die mögen mich gar nicht. Sollen wir dann rumzicken? Die Wahrheit nicht mit Gott. Nein, nein, bei den Göttern, nein! Eines Tages findet. Okay. Daneben nicht. Hinterhalt! Nice. 86%. Ja, das ist relativ eindeutig, ne? Ja, komm. Aggressive Stellung. Ich meine, wir. Ja, haben den Vorteil und. Habt ihr noch weitere Befehle? Rückt vor! Ja, weitere Befehle wäre vernichten? Sorry. So, und jetzt wieder zurück. Damit ihr schön heilt. Hier Erfahrung. Und hier Vorbild. Sehr schön. Nase juckt. Ja, das habe ich schon gemacht. Hier, was will der denn? Was will der eigentlich? Ich brauche nochmal. Wo ist hier die nächste Armee? Da oben. Was macht die da oben? Ach, das ist eine Kavallerie-Armee. Da sieht mal einer an. Dann gallipoliert mal nach unten, aber die haben nur noch 19 von 20. Wahrscheinlich wegen den beiden hübschen, nervigen Leuten. So. Du gehst mal da rein. Ah, genau, das ist das. Genau. Belagerung bitte fortsetzen. Okay. Gut, dann
Ja, die beiden werden wahrscheinlich jetzt hier angreifen. Und also einmal hier Duran zurückerobern. Wieso jetzt Quitri gegen mich ist, weiß ich auch nicht. Und der wird vielleicht nach Hetra oder Edessa oder Antiochia weiterreiten. Also. Unser Kampf wird böse enden und niemandem große Ehre bescheren. Meine Ahnen raten zufrieden. Was sagt ihr dazu? Ich biete euch diesen Happen an und jetzt. 12.000. Ich bin nicht hier, um euch mit Vorder. Nee, also 12.000, nee. Nee, an sich können wir das schon machen, aber nicht für Geld. Die sollen es auch wirklich meinen. Na, schon wieder. Die Frage ist jetzt auch, also sehr lange wird das Let's Play, glaube ich, nicht mehr gehen. Also ich weiß, das sage ich schon seit Wochen. Wollt ihr herumsitzen wie ein alter Mann im Schatten, bis der Feind euch die Kehle zuschnürt? Oder seid ihr ein Krieger? Na, ich chill gerade. Genau. Also die Frage ist, was wir danach machen. Also, ihr könnt auch mal überlegen, was ihr danach sehen wollt. Also ich überlege auch, dass ich mich jetzt mehr auf Twitch fokussiere, aber die ganzen, ja, das habe ich mir gedacht. Aber nicht das YouTube jetzt vollkommen verwahrlost, sondern dass ich die Streams bzw. die Spiele von Twitch auch hier rüber hole. Aber das ist quasi hier, also vom Gameplay nicht nichts großartig verändert wird, nur dass halt meine Fratze dann also hier im Bild ist. Und ich halte auf die. Hey. Das spiele ich mal kurz. Je nachdem, wie die Stadt aufgebaut ist. Also, wenn ich schaffe, dass er. Wow. Das ist eine sehr schön weitläufige Stadt. Sehr gut für ihn. Genau, aber, also was ich sagen wollte, ist, dass ich überlege, jetzt hier die Spiele von Twitch hochzuladen. Und genau. Und dann muss ich nicht so viel, also dann muss ich nicht zuerst. Entschuldigung, ich kann gerade nicht reden. Was ist los, Tobi? So, also. Gut, also. Weil momentan ist es so, dass ich aufnehme und jetzt eben Twitch, also 2 Tage jeweils 3, 4 Stunden streame. Und noch nebenbei selbstständig bin und arbeite und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, eben zusammen zu bekommen. So. Und jetzt ist die Frage, ob ich das machen kann. Steht hier jetzt? Nee. Ob ich das. Die stehen voll bescheuert. Ah, hier, okay. Hier geht es. Gut, Entschuldigung. So. Also, dass ich das dann so machen kann, dass ich eben hier die Let's Plays aus Twitch rüberhole. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also, vor allen Dingen für mich wäre es dann ganz gut. Vor allen Dingen, momentan verdiene ich ja noch nicht Geld damit.
Da brauche ich noch ein bisschen. Vor allen Dingen, da brauche ich, da muss ich erstmal Affiliate werden, bevor man mich da abonnieren kann und so weiter. Das ist auf jeden Fall möglich, aber es ist auf jeden Fall schwer. Beziehungsweise, es ist nicht schwer, das zu bekommen, aber es ist schwer, dann überhaupt Geld zu bekommen. So. Und bis ich damit nettes Gehalt in Anführungsstrichen bekomme, ganz zu schweigen von so Taschengeld, andersrum, muss noch ein bisschen passieren und das dauert ein bisschen. Deswegen überlege ich eben, dass ich das davor mache. Davor so mache, dass ich ja, das so aufteile, weil ich kann ja nicht das hauptberuflich machen, ohne Geld zu verdienen, ne? Genau. Das ist gerade nämlich nicht so gut, dass er von überall kommt, ne? Das stellt sich ja auch sehr dämlich hin. Das ist ein schändlicher Anblick. Steinschleuderer! Lasst rein! General! Wie steht ihr denn da, Mann? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ihr sollt euch doch einfach nur da hinstellen. Rücken an Rücken. Ja, die machen das gerade gar nicht so blöd. Ich hätte die tauschen sollen. Nehmen. Wie, der hat auch Fernkämpfer. Wie, die arabische Kavallerie kann auch mit Stöcken werfen. So, aber jetzt greift sie endlich an. Wenn die nochmal zurückgehen, dann könnte ich die beiden switchen. Aber ich weiß nicht, ob die das machen. Und ich spare mal ein bisschen vor. Na, jetzt greifen die nochmal an. Die kommen auch bald in den Rücken von mir. Ah, das war gerade, glaube ich, der Untergang. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das war gerade falsch. Aber ich hätte da. Also,
die Bürgerwehr wäre auch bald zusammengebrochen. Ich hätte die von Anfang an switchen müssen. Ah, das war doof. Schade. Doof, 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 doof. Ja, da muss ich halt das halt wieder erobern, ne? Meine Güte. Alexanders Vermächtnis. Wir haben ja genug Kinder. Der ist falsch. Minus Gravitas pro Runde. Geheimaktion. Der ist schön. Jagd. Rang erhöht. Ein neuer Anführer. Ein Kind ist gestorben. Oh nein. Ein Kind ist geboren. Ah ja. Natürlicher Tod. Oh nein. Natürlicher Tod. Oh nein. Elendsviertel. Wow. Jerusalem. Okay. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wie gesagt, würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim Stream. Also an sich läuft ja gerade das Ding. Ihr könnt gerne vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung steht der Link zu meinem Account. Und genau, dann sehen wir uns da oder später, beziehungsweise morgen, übermorgen, in den anderen Streams, Let's Plays. Na? Nein. Du hast noch mehr als genug. Du könntest... Das ist so nervig, manchmal buggt es und man kann es nicht ändern. Nicht mehr ändern. Das ist richtig, richtig nervig. Naja, gut. Auf jeden Fall soll es das jetzt hier gewesen sein. Und wir sehen uns, wie gesagt, die nächsten Tage oder gleich auf dem Stream. Schreibt dann mal im Stream rein, wenn ihr gerade von dem Let's Play kommt mit Hashtag Rip Hatra oder Dura. Die haben wir ja beide gerade verloren. Ja, die machen das schon gerade ein bisschen schwerer. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis dann. Bye bye.